einen Weidezaun, weil da gerade einer ist. Testet man übrigens mit einem Löwenzahnblatt. Das hat meistens genug Feuchte, damit es Strom übertragt, aber es ist nur ein Zehntel der Stärke, die der Weidezaun hätte, wenn Strom drauf ist. Ja, ich spüre jetzt gar nichts, jetzt gehe ich davon aus, dass nichts drauf ist. Wenn ich den Weidezahn schon angreife, dann muss ich ihn gleich festbocken. Dann tut er ein bisschen zucken, so wie diese Magnete, die man so in der Physiotherapie oder so kriegt, wo so Muskelstärken. Also es ist nicht mehr. Wenn ich leicht hingreife oder nass bin, dann kann ich schon eine gescheite Watschen fangen, wie wir sagen. Dann kann es schon wehtun. Ja, er ist. Ich sag mal, also ist nichts drauf, aber testen tut man es mit einem Löwenzahnblatt. Da hat sogar mein Bub schon hingegriffen und dann hat es ihn erschrocken, aber es tut dann nicht weh, es tut dann nur so ein bisschen. Man spürt es dann nur ganz leicht.